So, hallo meine lieben Freundinnen und Freunde, wir sind wieder hier beim Fußballmanager 13 mit dem glorreichen FC Schalke 04 in unserer Nostalgierunde. Ja, bisher läuft es sehr, sehr gut. Letztes Mal haben wir hier erfolgreich gegen den BVB mit 2:1 gewonnen im direkten Aufeinandertreffen in die Meisterschaft, im direkten Derby natürlich auch. Also das hat schon mal sehr gut funktioniert. Wer auch immer Manuel Torres ist, er kümmert sich da mal drum. Kevin Strootmann soll im Training mal ruhig alles geben, damit er noch besser wird. Luis Holtby brauchen wir im nächsten Spiel auf jeden Fall in Topform. Weil alles andere, was da gerade als Auswahl war, war Quatsch. Von Max Meyer können wir durchaus mal höhere Ziele sehen. Das würde ich unterschreiben. Draxler muss auch mal wieder im Training ein bisschen drauflegen. Morata, großes Lob. Sehr, sehr gut. Philipp Max, gut trainiert. Zerdan Shaqiri, sagen wir nichts zu. Reicht auch einfach an der Stelle. So, wir gucken mal. Wir haben ja aktuell wieder haben wir unsere normale Top-Elf auf dem Platz. Alexandro, linker Außenverteidiger, gute Werte. Ist natürlich nur die Frage, die Bayern haben ja schon Interesse angeäußert. Wir haben ihn dann damals für 17,5 Millionen verkauft. Und wir haben ja Baba für die nächste Saison verpflichtet. Nee, also zur Winterpause sozusagen schon. Thomas Hitzlsperger wechselt zum FC Everton, stark. Allerdings, wenn wir jetzt ja dann, der ist ja dann für die Champions League gar nicht spielberechtigt. Ne, wenn, dann machen wir das im Sommer, dass wir Alexandro im Sommer verkaufen. Benedikt Höwedes, rote Karte gesperrt. Jetzt geht's gegen ManU. Gegen ManU, meine Freundinnen und Freunde. Wenn wir das jetzt auch noch gewinnen, dann sind wir in der Gruppenphase schon mal recht safe drin. Speichern wir wie immer. Gut, gut, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt ins Spiel gegen ManU. Natürlich im 3D-Modus wie immer. Kämpft um jeden Ball. Ich sag mal, unentschieden wäre schon stark. ManU ist halt, ich meine, klar, gegen Mailand haben wir gewonnen. Oh Gott, ich muss husten. Bin immer noch erkältet. Ätzende Nummer, seit 2 Wochen. Nervt richtig. Auf jeden Fall gegen Mailand haben wir zwar gewonnen, aber Manchester ist ja nochmal eine andere Nummer. Ich meine, das mit Cristiano Ronaldo, der große Cristiano Ronaldo, damals noch der große. Am Beginn seiner Karriere ist er dann zu Real gewechselt, war er richtiger Weltstar dann. Steht an, jahrelang den Weltfußball dominiert mit Messi zusammen. Ja. Ey, festgehalten! Morata! Oh, schon! Das wäre es natürlich gewesen. Direkt ein Tor in der 2. Minute. Nani. Ey, die sollen. Das muss ich wirklich mal gleich einstellen. Die sollen aufhören mit diesen aggressiven Fouls. Also wir haben zwar nicht eingestellt, dass die aggressiv sein sollen, aber die sind derart aggressiv teilweise. Die müssen wir ein bisschen zurückschrauben. Füllkrug wird festgehalten. Schön. Freistoß rausgeholt. Oh, direkter Freistoß aufs Tor von Strootmann. Das war stark. Alexandro haben wir eben noch drüber gesprochen. Schade. Er kommt nicht an. Schön. Ball zurückerobert. Draxler setzt sich durch auf der linken Seite. Setzt sich durch. Pass kommt nicht an. Schade. Holtby, Morata. Gut, jetzt schauen wir uns nochmal die Slow-Mo an. Ja, der war abseits. Bisher sind wir die wesentlich aktivere Mannschaft. Muss man ganz klar so sagen. Oh, schön gekehrt hinten. Holtby, schön. Oh, Füllkrug auf der rechten Seite. Gut gesehen. Der hat Platz. Kopfball. Morata, schade. Na, da haben wir ja einen Pass ins Nirgendwo. Wayne Rooney, damals auch noch bei ManU. Ryan Giggs, Paul Scholes. Alles so Namen, große Namen. Ich bin schon ewig kein. Ey! Ich bin schon ewig kein Fußball mehr. ManU damals ja auch. Eine der dominierendsten Mannschaften Europas. Ist heute nicht mehr wie von übrig. Schade eigentlich. Füllkrug rechts, er hat Platz. Flankt. Morata, Tor. Oh, Latte. Schade. Schade. Oh, Ginter geht übelst rein. Zum Glück kein Gelb. Morata. Oh.
Wir haben hier eine Chance nach der anderen, aber wir müssen eine machen. Weil am Ende, ja, da ist sie. Ich sag's in dem Moment und da kommt so Holtby mit dem Kopfball. Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Was und hat endlich mal wieder ein guter Eckball. Ach, war gar nicht mit dem Kopfball. Gut ab vor dem Spieler, hat nicht aufgegeben. Ah. War gar nicht mit dem Kopf, war mit dem Fuß. Holtby, aber stark, starkes Tor. Und auch gute Ecke von Strootmann. Hat da schön reingezwirbelt. Ah. Hey. Ist natürlich wichtig. Oh. Wunderbar, ein Menu direkt wunderbar, mit dem. Ein wunderschönes Tor. Gerade. Egal, lassen wir uns nicht demotivieren. Wir haben gesagt, unentschieden wäre Bombe. Und bislang sind wir wirklich sehr gut dabei. Menu leider mit so einem Glückstreffer. Von Persi. Füllkrug rechts. Schöner Ball auf Morata. Aber leider Morata keinen Raum. Kein Raum, um da was auszumachen. Und hier schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. War das abseits? Also die Wiederholung müsste ja uns jetzt aufklären. Stand er im Abseits oder wäre sonst komplett durch gewesen. Und gleich ist Halbzeit. Toja schön nochmal auf Füllkrug. Halbzeit. Gehen wir in der Halbzeit. 1:1 steht's. Ist gut. Können wir durchaus gewinnen. Können wir wirklich gewinnen. So, der war auch hier. Komm bloß, der ist immer. Also, der muss irgendwie auch mal ein bisschen an der Dings arbeiten, an der Fitness, habe ich das Gefühl. Morata motivieren war. Ist schon gut gewesen. Kann aber noch besser. Füllkrug genauso. Gutes Spiel bislang. Ginter. Nicht so gut. Holtby. Können wir durchaus mal loben. Gutes Spiel. Metzelda motivieren wir noch ein bisschen. Und dann geht's weiter. Rio Ferdinand. In Seiten aus. Sehr gut. Füllkrug. Zurück zu Montoya. Der auf Strootmann. Schön. Morata vorne. Der hat Platz. Der muss machen. Das muss es sein. 2:1. Holtby. Zweites Tor im zweiten Spiel. Im dritten. Erstklassig. Ein fantastisches Tor. Und der spielt hier die Abwehr förmlich schwindlig. Wahnsinn. Wahnsinn, was sie da abliefern. Von Spieltag zu Spieltag. Wahnsinn. Hinter. Auf Strootmann. Der wieder auf Morata. Der hat wieder Platz. Der macht Meter. Holtby. Schade. Scholes an der Zunge. Valencia. Oh, Sandro. Das war rüde. Kann Geld geben, wenn wir Pech haben. Nee, gibt's nicht. Ecke. Vorsicht jetzt. Vor allen Dingen vor Rooney. Dass der sich da nicht da im Strafraum wieder selbstständig macht. Schön. Werner. Leno, nicht Lerno. Sehr gut, auf Strootmann. Füllkrug rechts außen, kriegt er noch, kriegt er nicht mehr. Doch, kriegt er! Ginter, Morata, schade. Habt ihr gesehen, wie der Füllkrug da angezogen hat auf der rechten Seite? Wie der den dann noch hingesprintet ist, um den doch zu holen. Das ist die Einstellung, warum wir gewinnen. Weil die Jungs wollen, weil die reingehen, weil die auf die letzten Meter noch die letzten Energiereserven aktivieren, weil die rennen wie die. Schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. Manchmal rennen sie ins Abseits, ist nicht so schlimm. Wer kommt hier jetzt? Ronaldo, glaube ich, oder? 9. Ja, nee, Robert Lewandowski? Ach ja, der ist ja gewechselt. Also hier im Spiel, nicht in echt, Alter, natürlich, ne? In echt ist er ja. Ja. Oh, Morata, setz dich durch. Das ist auch noch einer an die Latte. Füllkrug! Ja! 3:1, Füllkrug! Unser Fülle, unser junger Mann. Wahnsinn. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. Seht euch das also, mal an. Wenn sie jetzt gegen diese Mannschaft setzen, dann müssen sie schon sehr aufgeben. Ja, dann muss man wirklich alle. Also. Wir wechseln auch. Draxler. Bringen wir. Dings, wo ist er? Philipp Max. Und Fülle bringen wir Shaqiri. Frisches Blut auf den Außenbahn. Oh, da ist Füllkrug nochmal. Oh, Abseits, das schade. Könnte Abseits gewesen. Egal, verabschiedet sich mit dem Tor. Besser kann es nicht laufen. Sehr gut, Strootmann. Sehr gut, sehr wichtig. Schön. Shaqiri, der ist frisch.
Der ist neu, der will sich zeigen. Ginter auf Morata. Ja, kommt nicht ran, kommt nicht ran. So, einen Wechsel haben wir noch. Holtby. Bringen wir Max Meyer. Wo ist er? Ah ne, Max Meyer ist ja verletzt, ne? Bringen wir Morata. Bringen wir Dings. Wo ist er? Unser Sturmtalent Mario Harzer. Gelb. Kurz vor der Auswechslung noch gelb kassiert. Ausgezeichnet, so muss es sein. Und zum dritten Mal. Schön geklärt. Menu-Offensiv gar nicht mehr stattgefunden. Oh, schön. Auf Harzer, auf Sturmtalent. Shaqiri, den kriegt er, der macht er. Schön in der Mitte, Harzer. Schade. Harzer nochmal. Warte mal. Wie hat er den denn nicht gemacht? Ich dachte, es wäre drin, aber war er gar nicht. Tja, abseits. Philipp Max setzt sich durch, macht Meter. Schade, kommt nicht an. Metzelder, Holtby. Max, den kriegt er. Schade, Lindegaard fischt aus der Luft. Aber gute Flanke gewesen noch. 3:1 gegen ManU in der Champions League, Freunde und Freundinnen. Heute hat es beim FC Schalke 04 gepasst. Die Mannschaft gewinnt das Spiel. Ja, will ich doch meinen, Tom Meyer. Und damit sind wir in der Gruppe unangefochten. Erster 9 Punkte, dahinter ManU mit 6 Punkten, Mailand 3 Punkte, ja, und gut, Montpellier, wer auch immer das sein mag. Gar keine Punkte. Wir gucken. Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen. Das war hochverdient, da sie eine wahnsinnige Disziplin auf dem Platz gezeigt hat. So schöne Momente wollen wir öfters leben. Das haben wir schon mal gesagt, das haben wir schon mal sehr passend gesagt. Haben wir gut gesagt. Ich denke, Gelsenkirchen hat verdient gewonnen, weil sie taktisch kompakt, konzentriert und laufstark gespielt haben. Stefan Lichtsteiner, Manchester United, auch sehr gut. Schinde du Obasi, ja, der ist ja immer noch mega angeschlagen, den wollten wir schonen. Philipp Max, der wurde eingewechselt, Aussage ist Unsinn. Raus mit dem, raus, direkt raus. Den laden wir auch nicht mehr ein zur Pressekonferenz. Der kriegt die, hier, wie heißt das, der kriegt seinen Pressezutrittskram, den kriegt er entzogen. Weg mit dem. So, Benedikt Höwe, das kriegt wieder seinen Stammplatz. Für Metzelder, Max Meyer immer noch verletzt, auch lange noch verletzt. Da sehen wir es noch 7 Wochen. Naja. Trainiert sensationell unser Bernd Leno im Tor. Der macht wirklich gute. Also wir haben ja am Anfang überlegt, Rui Patricio oder Bernd Leno, sonst habe ich ja immer gerne in früheren Spielen Dings Patricio geholt, aber Bernd Leno bereue ich zu keiner Sekunde. Hält da hinten Bomben sicher den Bums. Und Toya hat gut trainiert. Matthias Ginter auch sehr gut trainiert. Generell. Also eine Leistung bringen die da auf den Platz. Ach, jetzt fällt es mir wieder ein, wo ich Leistung sah. Wir wollten hier gucken mit den Aggressivitätsgeschichten. Tacklings gehen wir mal bei allen auf 30%. Weil, wie gesagt, die gehen mir da manchmal ein bisschen zu unnötig rüde rein, Alter. Und dann kassieren wir halt so unnötige Karten. So, Ginter entwickelt sich sehr, sehr gut. Strootmann generell stark. Holtby, da brauchen wir nicht drüber reden. Morata, ah. Fantastisch. So, wir spielen gegen den ersten FC Nürnberg. Speichern wir natürlich wie immer. Vorsichtig, man weiß ja nie. Gehen wir rein. So. Schalke Nürnberg natürlich Fanfreundschaft. Wird uns heute aber nicht davon abhalten, die 3 Punkte zu Hause zu behalten. Nürnberg wird leider mit leeren Händen nach Hause gehen. Ist so. Ich meine, es geht um die Meisterschaft. Müssen wir halten.
Möchte er gerne, wird aber nicht. Timmy Simmons, 35. Wahnsinn. So, und Anpfiff. Und wenn wir uns die Wiederholung anschauen, müsste es klar werden, stand er im Abseits oder stand er nicht im Abseits? Schöner Strootmann, Morata. Erster Schussversuch aufs Tor. Aber Schäfer hält leider. Und Toja, schön. Das war nicht mal ansatzweise eine Prüfung für unseren Leno. Den hat er da ganz übel drin rausgeholt. Füllkrug schön auf Morata gesehen. Holt wieder, der hat Platz, der macht's. Ah, der macht's nicht. Morata schön. Das gibt Freistoß. In gefährlicher Position für Strootmann. Oh, der war aber nicht so allzu gefährlich ausgeführt, muss man da ganz klar sagen. Peckert. Draxler schön. Schade. Dem verbieten wir auch die Distanzschüsse. Das macht er mir mittlerweile zu oft und das ist zu schwachsinnig. Der schießt von hier aufs Tor, obwohl er bis locker hier laufen kann. Also, ich meine, klar, kann mal gut gehen, kann mal klappen, aber. Montoya klärt, sehr gut. Sehr gut von Strootmann geklärt, sehr gut. Oh, schön gesehen, Morata. Ei, Schiri! Sehr gut. Leno. Morata. Ja, das meine ich. Der kann doch locker noch bis hierhin laufen und dann schießen. Dann ist es schon eine relativ sichere Bude. Stattdessen schießt er von da hinten irgendwo. So, Hauptsache aufs Tor geschossen. Wird schon klappen irgendwie. Aber das funktioniert halt nicht immer. Oh, Montoya. Übelst gelb. Völlig berechtigt. Auch unnötig. Einfach unnötig. Sieben Chancen hatten wir bisher, aber noch kein Tor. Schade, schade. Holtby auf Draxler. Schön gesehen. Der hat Platz da links. Der läuft. Füllkrug in der Mitte. Ah, schade. Flanke kommt nicht an. Oh, Montoya. Den müssen wir gleich runternehmen, wenn er so weitermacht. Der ist ja komplett Platzverweis gefährdet. Oh, hier hat's Pause gemacht. Deswegen, Alter, da müssten wir ja schon in der Halbzeit Montoya runternehmen und zum Beispiel mit Zelda bringen. Schiri! Kann jetzt auch mal Geld geben. Oh, noch gefährlicher Freistoß. Strootmann ins Tor! Vom eigenen Mann reingerutscht. Wird aber Strootmann zugezählt. Sehr gut, sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Ach nee, Mäntler war gar nicht mehr dran. Ich dachte, Mäntler hätte den da so reingestolpert, aber war gar nicht. War wirklich ein sehr schöner Freistoß. Und das war mal ein schöner Schuss von Morata. An Pfosten, schade. Aus der Nähe an, abseits. Ja. Oh, auch nicht schlecht. Aber trotzdem, also... Das kann er ja mal machen, aber man kann auch noch mal einen Meter machen. Schön, Sandro. Morata. Halbzeit 1:0, völlig verdiente Führung, muss man ganz klar so sagen. Aber wie gesagt, Montoya ist mir zu platzverweis gefährdeter. Den nehmen wir lieber runter. Morata motivieren wir noch ein bisschen. Strootmann, sehr, sehr gutes Spiel. Loben war sehr schönes Freistoßtor. Dann Höwedes. Motivieren wir nochmal.
Matthias Ginter können wir auch mal motivieren. Füllkrug auch. Und dann geht's rein. Alter, ich nehme Montoya runter, weil der mir da zu Rüde reingeht. Metzelda, da ist keine 30 Sekunden auf dem Feld und geht da so rein. Oh, 1-1, scheiße. Beckert. Wahnsinn, was für ein Tor. Hat er doch sein sechstes Saisontor gegen uns gemacht. Egal, wir machen... Ey, Schiri! Wir machen einfach jetzt noch ein, zwei Buden und dann ist ja der Bums gelutscht. So, schön, Morata. Setzt sich durch. Läuft, 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 läuft. Schade. Sehr gut. Draxler links, der hat Platz. Schiri, das ist jetzt auch mal gelb. Ja, richtig so. Hol den ran, den Schändler, hol den ran. Noch so ein Ding und weg. Der arme Julian. Der wollte nur Fußball spielen. Der wollte einfach Fußball spielen mit seinen Freunden. Und dann kommt der Schändler und haut den da so von den Socken. Der arme Junge. Wirklich, der arme Junge. Da ist das 2-1. Wer war's? Morata, natürlich. 11. Tor im Wettbewerb. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Da sind wir, da sind wir. Hören Sie mal, was jetzt auf den Ring los ist. Ein wunderschöner Treffer. Also dafür hat er auch gehört. Verstehe nicht, warum das immer so hoch steht, wenn wieder Anstoß ist. Also, das braucht doch nicht. Holtby, Strootmann, schön, schade. So, wir wechseln. In Strootmann kriegt eine wohlverdiente Pause, bringen wir Neustädter. Sehr gut, Morata. Morata. Ah, schade. Keppert links. Schön, schön. Schön abgehalten. Morata. Vorne auf Draxler. Der setzt sich durch mit dem Dribbling. Der macht das 3-1. Der haut ihn da oben rechts in den Winkel. Habt ihr das gesehen? Dribbeln, Wendung, oh, zack, los. Da, guckt euch das mal an, wie er das macht mit dem Ball. Also, zack, zack, so zack. Und dann, bam. Entwickelt sich das zu einem sehr einseitigen Spiel. Das war jetzt schon ein einseitiges Spiel, was labert der? So, wir wechseln noch einmal. Füllkrug, wie immer. Nehmen wir raus, Shaqiri rein. Sag mal! Draxler, schön. Der hat Platz da links. Der sieht Shaqiri. Shaqiri setzt sich durch. Das ist das 4-1. Der ist keine 30 Sekunden auf dem Platz. Zwei Ballkontakte. Macht er das Tor. Macht er das Tor. Wunderbar, einfach wunderbar. Ein wunderschönes Tor. So, und er bejubelt jetzt sein Tor Nummer 5 im Laufenden. Wahnsinn. Du kannst verbringen, wen du willst. Die liefern direkt ab. Die liefern ab, die Jungs. Komm, Polter, macht da keinen... Auf Polter rein. Papadopoulos, schön gesehen, schön in den Pass reingelaufen. Abgenommen das Ding und nach Hause gebracht. Morata, der hat Platz, der macht. Schade, der macht's nicht. Oh, Polter kommt nochmal an mit dem 4-2, egal. Da hält es natürlich keinen mehr auf den Sitzen. Was für ein... Komm, pfeif ab, das Ding. Pfeif es ab. Sag ich doch. Wieder mal ein sehr, sehr schöner Sieg unserer Jungs. 4-2 gegen den 1. FC Nürnberg. Morata mit dem Tor. So, ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause. Mit einem wunderschönen Freistoßtor. Ja, kommt Tom Bayer jetzt mal noch kurz. Bei Sebastian Hellmann für seine Kommentare, für seine Analysen. Und ich, Tom Bayer, bedanke mich auch bei Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tom Bayer. Dankeschön für die Kommentation. Nee. Ah, vergesst es. Nach wie vor sind wir Erster. 3 Punkte Vorsprung nach wie vor. Wir haben mittlerweile auch die deutlich bessere Tordifferenz von 20. Also, ja. Könnte was werden die Saison. Morata, 11 Tore bislang.
sehr gut am 9. Spieltag. Wahnsinn. Oh, mittlerweile 20 von 20. Sehr gut. Mannschaft der Woche, Julian Draxler, war auch wirklich ein sensationelles Tor. Sehenswert, sensationell. Wer ist denn eher? Julius Speeder da? Ach, nee. Komm, vergiss es, Junge. Nicht bei uns. So, wir gehen mal in den Transfermarkt. Wir gehen mal in die Spielersuche. Wir gehen mal einfach, wir checken einfach mal ab, was wir so für Möglichkeiten hätten. Maximal, ja, sagen wir mal, ist maximal 32. Talent muss aber schon ordentlich sein. Nur realistisch. Manuel Neuer würde zu uns wechseln wollen. Neymar. Das wäre natürlich. Aber was wollte der kosten? Aber überlegt euch das mal. Neymar. Damals noch 20 Jahre alt, oder wie alt ist er? 20, ja. Den nehmen wir auf jeden Fall mal ins Blickfeld. Das ist natürlich alles. Das wäre natürlich wirklich, wäre das was. Dann schauen wir hier nochmal weiter. Schauen wir mal nur für offensives Mittelfeld. Wo ist er hier? OM. Isco. Auch eine Option, aber ist jetzt nicht so mein absoluter Favorite, muss ich gestehen. Wir gehen mal hier ein bisschen. Christian Eriksen, den suche ich mir nicht. Das ist auch einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Nehmen wir auch mal ins Blickfeld. Was wird der kosten? Okay, 19 Millionen. Wer tatsächlich? Weil Eriksen ist wirklich alle. Der entwickelt sich in dem Spiel hier, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie der sich entwickelt. Das müssen wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Wie viel Geld haben wir denn? Wo ist denn hier unser Finanzplums? Da haben wir 7,2. Da können wir nochmal auf 10 gehen. Dann haben wir schon mal 10 Millionen. Da haben wir schon mal halb was zusammen. Und wir müssen dann natürlich langsam einen dann hier auch verkaufen. Ne? Ich sag mal, da müssen wir auch mal überlegen, wo könnte man den einsetzen. Wir können natürlich dann überlegen, was kann Draxler denn noch so und so. Ja, das passt eigentlich schon ganz gut. Also hier vorne würde ich eigentlich nichts ändern. Wir könnten sagen, dass wir. Ja, ich sag mal, Eriksen ist halt schon mal noch eine andere Nummer als Strootmann, ne? Das heißt, wir würden Ginter. Würden wir rein als Defensiven ziehen. Einfach so jetzt mal rumgesponnen. Rein defensiv ziehen. Dann würden wir ihn hier auf OM ziehen. Eriksen aber anstatt Strootmann. Strootmann eventuell verkaufen. Für wie viel haben wir Strootmann gezahlt? 14 Millionen, okay. Was hat man da für einen Marktwert? Ich sag mal so, wir stellen mal nur Marktwert ein. Sagen wir, wir wollen 19 Millionen für ihn. Einfach mal jetzt gesponnen. So, weiter geht's. Weil Eriksen ist wirklich, das ist ein absolutes, wie sagt man das, eine absolute Winning Condition im Mittelfeld. Wenn man den hat, läuft's. Wieso ist hier nie einer von uns dabei? Was ist das denn jetzt? Ach, Pokal gegen Dynamo Dresden. Okay. Ach so, den könnten wir eigentlich langsam mal wieder verkaufen wollen, ne? Für den Preis werden wir den nicht verkauft kriegen, aber wir schauen mal, was wir da so kriegen. Max Meyer. Immer noch verletzt. Was hat er mittlerweile für einen Marktwert? 1,4 Millionen. Hat den was? Wir lassen den doch voll oft spielen. Wir setzen den voll oft ein. Und er hat die Nase voll von uns. Brennt der? Verkaufen aber sofort. Philipp Max. Marktwert 310.000, naja. Tranquilo Banetta, den wollen wir da eigentlich auch verkaufen, ne?
Schauen wir mal, was wir da so kriegen würden. Sagen wir mal, wir wollen 6 Millionen. Roman Neustädter brauchen wir auch nicht. So. Weil dann hätten wir die Millionen zusammen für Eriksen, ne? So, Pokalspiel gegen Dresden, das machen wir in meiner Sofortberechnung. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so das spannendste Spiel. Morata 1-0, sehr gut. Zweite Runde. Strootmann, sagen wir mal Neustädter. Das lassen wir mal komplett. Roman Neustädter macht ein Tor. Mario Harzer macht ein Tor. Wichtig, wichtig. Aber Neustädter, dass der ein Tor macht, ist auch gut. Wir haben die jetzt bewusst mal ein bisschen spielen lassen, damit die sich einfach zeigen können, damit die halt Interesse erwecken für Käufer. Versteht ihr? So, wen haben wir in der nächsten Runde? Bayer Leverkusen. Zu Hause bei Leverkusen. Eieieiei. Finalstadion 2023. Oha. Europa League. Okay. Da haben wir ein Angebot für Benetta. 6 Millionen wollen wir haben. Nehmen wir an. Kein Problem. Nochmal 6 Millionen vom FC Sevilla. Auch kein Problem. Jetzt geht's aber an. Wir sind in Sinsheim gegen Hoffenheim. Gegen den 17. Okay, Tranquillo Benetta wechselt Lazio Rom. Da haben wir 16,2 Millionen. Das ist schon mal... Okay, Neustädter ist wahrscheinlich zu teuer. Dann gehen wir ein bisschen runter. Wobei, der hat Marktwert von 8,75. Also mindestens 7,5. Aber da hätten wir die Kohle fast zusammen für Christian Eriksen. Wir machen einfach mal hier eine Nummer. Wir sagen einfach mal Kevin Strootmann. Was haben wir da nochmal gezahlt? 14 Millionen, ne? Da können wir eh nicht verkaufen gerade. Na egal, dann lassen wir es. So, nächstes Spiel dann gegen Hoffenheim. Machen wir aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. Wir haben erfolgreich wieder gewonnen. Wir sind im Pokal weiter eine Runde. Wir haben ein bisschen Geld reingeholt durch den Verkauf von Benetta. Auch sehr, sehr wichtig. Wir werden auf jeden Fall Christian Eriksen holen. Das ist sicher wie das Amen in der Kirche. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder beim nächsten Spieltag bei unserem weiteren erfolgreichen, ja, wie soll man sagen, erfolgreichen Siegeszug unserer wilden Jungen. Und dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.